Die Stimmung hier im Dortmunder Westfalenstadion ist gut. Das Wetter lädt förmlich ein. Matthäus verliert das Duell gegen Siloy. Ja, sie sind wendig, die Holländer. Ah, das war kein Strafstoß, den Pulit da schinden wollte. Aber dann naht er gleich drei, vier deutsche Abwehrspieler. Sie sehen, welch eleganter Spieler. Wir haben den. Ja, Briegel war da fast dran. Breme. Ja, eine mutige Direktabnahme von Andreas Breme. Das kann er ja und das wollen die Zuschauer und auch sicherlich Franz Beckenbauer sehen. Matthäus, Rolf. Alois Völler. Ja, schön hat er das gemacht. Der Briegel hat gesehen, dass da das rechte Toreck frei war. Schöne Einzelleistung von Hans-Peter Briegel. Die erste große Chance für die deutsche Mannschaft. Wir sehen sie hier noch einmal. Ja, das macht er ganz gefühlvoll, sehen Sie. Da fehlten nur Zentimeter. Nach einer knappen Viertelstunde also die große Gelegenheit für Briegel, das 1:0 zu erzielen. Breme könnte querlegen, ja. Ja, das wollen die Zuschauer sehen. Lothar Matthäus aus der zweiten Reihe. Und da muss man auch mal was riskieren, wenn man merkt, dass die Abwehr von Kuhmann bislang vorzüglich organisiert da geordnet steht, dann die Möglichkeiten aus der zweiten Reihe nutzen. Barski müsste wechseln. Ja, schön. Klaus Allos. Ja, und sofort ist die Begeisterung da, wenn die deutsche Mannschaft mal schnell direkt nach vorne spielt. So wie hier Klaus Allos. Sie sehen Entfernung gut 18 Meter. Ja, und da muss sich Van Breukelen schon lang machen. Stellung von Politz. Dann Leichtsinn in der deutschen Abwehr. Oh, und das musste eigentlich die Führung sein. Johnny van het Schip hatte sie praktisch auf dem Kopf. Sie sehen hier nochmal. Pullet der Antritt. Bertholz berechnet den Ball etwas falsch. Uli Stein besteht die erste Bewährungsprobe. Und wieder Unsicherheiten in der deutschen Abwehr und fast eine ähnliche Situation wie vor wenigen Sekunden. Wieder zu lang gezögert, Pullit dazwischen. Da hat Rolf Glück, als er den Ball zu weit abspringen lässt. So. 9 Stationen und schon sind wir am gleichen Platz. Matthäus. Völlerkopfball. Ah! Na, wer sagt denn? Da müssen noch mal Einzelleistungen herhalten. Hier war es der Antritt von Lothar Matthäus, das kennen wir ja. Und dann herrlich der Kopfstoß, aber ebenso gelungen auch die Parade von Hans van Rooij. Tor! Rudi Völler macht das 1:0. Oh, und das gönne ich ihm, das muss ich sagen, das tut ihm gut. Nach seiner Verletzung hatte er schon einen gelungenen Einstand in Bochum. Und hier sehen wir es noch einmal mit dem Hinterkopf. Ja, da werden Erinnerungen an Mexiko wach. Uwe Seeler damals im denkwürdigen Spiel gegen England. Und jetzt raffiniert hat er das gemacht. Keine Chance für Van Breukelen. 1:0. 30. Spielminute, das 1:0. Also für die deutsche Mannschaft.
1:0 durch das herrliche Kopfballtor von Rudi Völler. Libarski auf Briegel. Wieder Völler. Und Tor! Tor, Rudi Völler! Ja, da kann man nur applaudieren. Blitzschnell. Und das zeichnet ihn aus. Da hat er einmal Zentimeter Luft und Raum. Kopfball Briegel. Blitzschnelle Drehung. Van Breukelen erneut geschlagen. 2:0. Fußballherz, was willst du mehr? In 3 Minuten macht Rudi Völler hier 2 Tore. 42. Spielminute und der Torschütze mit der Nummer 9, Rudi Völler. Von allen Verletzten, die Franz Beckenbauer hat in diesen Wochen, wird ihm im Moment sicherlich Rudi Völler die wenigsten Probleme bescheren. Lang am meisten auffiel im orangefarbenen Trikot der holländischen Mannschaft Ruud Gullit. Und das war nicht ungefährlich. Ein Geschoss von Ronald Koeman von Ajax Amsterdam. Warm. Dennis Michels hat ja nur 15 Spieler mitgebracht. Gullit jetzt aber. Ja, und da sehen Sie, der fackelt nicht lange. Chancen haben sie allemal in diesem Spiel, die Gäste aus den Niederlanden. Da war Franz Beckenbauer, hat ja alle, die in der Sportschule waren, mitgenommen und auf die Bank gesetzt. So, und da kommt nochmal jetzt Stimmung auf. Andreas Brehme war das mit einem beherzten Schuss aus gut 30 Metern. Hans van Breukelen verhindert einen höheren Rückstand. Oh, Unsicherheit von van Breukelen. Ja, diesmal eigentlich schade, dass der Spielfluss innerhalb des deutschen Teams doch so abgerissen ist. Oh. Uli Stein kann glänzend parieren, aber gegen diesen Schuss von Johnny van de Schip aus Ajax ist auch er machtlos. Nur noch 2:1 heißt es in Dortmund. Schauen wir uns nochmal an. Die glänzende Parade von Uli Stein. Und dann Fackel kann es hier aber auch nicht lange. Bertolt kommt da um Bruchteile von Sekunden zu spät. Also auf Sader wieder festgehalten worden. Aber Schiedsrichter Wöhre hat Vorteil laufen lassen. Karl Allgöver. Es gab einige Lichtblicke. Sicherlich einen herausragenden Rudi Völler. Oh, und dann nochmal die große Chance für Johnny van de Schip. Da musste er eigentlich seinen zweiten Treffer machen. Schönes Solo jetzt. Allgöver Kopfball. Brehme. Ah, das sah zumindest nochmal gut aus. Die Entscheidung wird er, wie gesagt, morgen bekannt geben. Man kann ihm nur eine glückliche Hand wünschen. Klaus Allofs, Matthias Herget, vielleicht der Abschluss, Tor, 3:1, Matthias Herget in der 90. Minute, ein Abschluss, der wirklich persönlich stimmt, das Spiel ist aus, zweimal Rudi Völler, Matthias Herget, der Gegentreffer von Johnny van de Schip. Zum 3:1 für die deutsche Mannschaft. Oder lässt Schiedsrichter Wöhrer nochmal anfallen? Nein? Wir sehen noch einmal den Treffer von Matthias Herget, der heute
einige Höhepunkte zu bieten hatte, aber auch wieder leichtsinnig war. Und wie ich sehe, hat mein Kollege Klaus Schwarze bereits Franz Beckenbauer am Mikrofon.